Meine sehr geehrten Zuschauer, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zum Eternal Let's Play nach 6 Monaten mindestens. Es ist lange her. Es ist sehr lange her. Ja. Ich bin wieder da. Was soll ich mehr sagen? Ich habe soweit alle Situationen in den Griff gekriegt und vor gut 2 Monaten hat mich schon mal wieder die Lust gepackt. Was heißt die Lust gepackt? Ich hatte eigentlich nie keine Lust, Videos zu machen. Die Sache ist halt nur, dass es immer irgendwelche Probleme gab. Und diese Probleme sind jetzt aus dem Weg. Tatsächlich. Und deswegen wird es jetzt weitergehen. Und wie gesagt, vor circa 2 Monaten hatte ich schon mal den Gedanken, wieder aufzunehmen. Aber dann war kurz danach Berufsschule und die Berufsschule geht 5 Wochen und während der Berufsschule muss ich halt woanders hin. Da wohne ich auch woanders und deswegen ist das dann natürlich nicht möglich. Und jetzt, wo die Berufsschule wieder vorbei ist, dachte ich mir, hey, es wird Zeit. Es wird Zeit, wieder Gas zu geben, euch wieder zu unterhalten und darauf freue ich mich. Jetzt müssen wir allerdings erstmal schauen. Erstmal kriegen wir hier Besuch und... hat noch ins Menü geschafft. Ich muss gerade erstmal schauen, wie ich ausgestattet bin. Wir hatten alle 4 Runen gesammelt. Das heißt, wir können zum Boss. Und ich habe mir noch die letzte Folge von mir angeschaut, wo ich dann am Ende gesagt habe, dass wir diesen Dungeon in dieser Folge abschließen werden. Genau. Und rein geschichtlich ist es ja gerade so, Mondfels wurde gestürmt und zerstört. Und wir sind jetzt in einem anderen Land. Wir konnten fliehen durch ein Portal. Und wir suchen jetzt einen Weg, die Untoten zu vernichten. Genau. Und ja. Sonst gab's, glaube ich, nichts Besonderes. Naja, auf jeden Fall werde ich mich erstmal heilen. Weil, wie man gerade schon gesehen hat, ist ein Vieh ganz in meiner Nähe. Ja. So. Ich hatte hier, alle möglichen Fähigkeiten. Was habe ich hier so? Achso, gut. Hätte mich auch so heilen können. Egal. Eishammer, kurieren, Schutz, wuchtiger Schlag, brechender Schlag, ja. Nichts Besonderes. Hier war auch nichts Besonderes. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in den ersten Kampf rüber, wenn das Vieh eh schon neben uns steht. Hallöchen, ihr lieben Norne. Schnelle Schläge. Zieht er Hieb oder Feuer? Ich mach mal Feuerklinge. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie überhaupt wieder alles funktioniert hier. Kurieren, Eishammer. Muss ich mal gucken, was stärker war. Ich glaube aber, dass tatsächlich Feuer hier die bessere Wahl war. Deswegen mache ich hier jetzt auch einfach mal Feuerball 2. Ja, okay, es nimmt sich jetzt nicht arg viel. Da ist der erste nämlich schon weg. Wind ist anscheinend sehr gut. Aber da ist Vitara die einzige, die es aktuell beherrscht. So, alle nochmal drauf. Dankeschön. Genau, steigt noch alles schön auf. So habe ich das gern. So habe ich das gern. Übrigens habe ich auch schon Spielstände, die extremst weiter sind, weil damals, kurz bevor ich aufgehört hatte, habe ich noch ein paar Folgen aufgenommen gehabt. Aber die habe ich im Original nicht mehr da. Deswegen kann ich die auch nicht hochladen. Deswegen muss ich ab diesem Punkt halt weiterspielen, wo halt auch auf YouTube aufgehört hat. Da oben muss ich nicht mehr hin, das weiß ich. Da oben war dieser komische Pfeilregen, glaube ich. Nee, wir gehen straight zum Boss. Und mir ist auch aufgefallen, ich habe hier eine Stelle übersehen, wo man eine Bombe platzieren kann.
Die war hier oben irgendwo. Und zwar hier rechts. Genau. Und haben wir einen Zauberpilz und 150 Mark. Die schöne, gute alte Mark. Ja, ich glaube zum Boss straight durch die Mitte. Nicht hundertprozentig sicher, aber sehen wir gleich. Ja, doch, das war richtig. So, speichern wir hier. Muss man deinen Wind hier. Voll, 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 voll. Ein paar Zauberpilze hier. Pilze. Und renn hier. Ah, da muss ich noch gucken. Und zwar, da gab es ein Pergament mit Runen. Für uns wichtig ist, glaube ich, das Norden, Osten, Süden, Westen. Nee, doch nicht. Aber jetzt muss ich überlegen. Wo hatten wir da den Hinweis? Dann war das das mit den... mit den Rängen. Pergament mit Runen. Haut das hin? Ist das das? Ja, genau. Okay. Moment. So. Dann so, dann das und dann das. Klang richtig. hau ich dich noch weg? Ich hau dich noch weg. Du warst, glaube ich, extremst resistent gegen physische Attacken. Deswegen mache ich hier mal Abwehr. Eishammer. Also warte mal, kann hier trotzdem Feuerklinge machen. Eishammer. Windstich. Feuerball. Oder was? Anfinden. Ich muss überlegen. Ich mache das einfach mal wuchtiger Schlag. Wie gesagt, Windstich und Feuerball 2 funktioniert eigentlich. Oh. Aua. Dann bleibe ich bei Eishammer und hau ordentlich drauf. Okay, passt. So, da hinten sind Bosse. Ja, machen wir mal schön den Wind. Der Heilung und noch mehr Zauberpilze. Ich glaube, ich bin gerade sehr verschwenderisch. Ich kann mich nicht daran erinnern, das letzte Mal in Eterna so viele Items rausgehauen zu haben. Aber ich muss da ja auch erstmal wieder reinfinden. Okay, dann wollen wir mal. Das ist wohl ihr Anführer. Erbärmliche Schattenalben kaufen Pack von der Oberwelt, um uns zu töten. Wir sind keine Söldner. Wir wollen nur die Höhle durchqueren. Ihr seid es, die uns ständig angreifen. Wer in unsere Höhle geht, ist unser Feind. Tötet sie! Na, dann kommt mal her. Das war ein großer Fehler. Pack von der Oberwelt ist schwach, macht uns keine Angst. Können wir das nicht friedlich lösen? Lauft weg, dann lebt ihr vielleicht. Wir müssen durch die Höhle. Dann kämpft und sterbt. Ach ja, das mit dem Sterben, das sehen wir noch. Ja, erstmal die Norden drumherum. Weghauen. Was mache ich mit dir? Ja. Wuchtig. Eishammer, Eishammer. Windstich, Feuerball. Weiter, weiter. Ah, nein, nicht hier, okay, schon mal. Wobei, ich lass nur
Die Tara greift zuerst an, oder? Dann gehen die anderen nämlich schon mal auf den zweiten. Ja, das ist hier so uncool. Mit dem Heal habe ich nicht gerechnet. Dann machen die ersten zwei den ersten und die anderen zwei den zweiten. Auch gut. Habe ich hier mal ein paar weg. Wir müssen heilen, das sehe ich jetzt schon. Moment, das machst du. So, und jetzt können wir eigentlich wirklich als draufklatschen. Ich mache nochmal eine Heilung. Achso, nein. Wieso macht ihr eigentlich... War das beim Maker schon immer so? Dass der immer den Obersten hier anvisiert? Ich dachte, ich hätte... Na doch, nee, stimmt. Ist so. Ja. Ich habe gerade überlegt, ob es nicht mal so war, dass der immer den anvisiert, den man zuletzt anvisiert hat, aber... Anscheinend nicht. Winterheilung brauche ich jetzt nicht. Deswegen noch so ein Eishammer... Windstich, Feuerball. Ja, den kannst du noch so sehr heilen, der stirbt trotzdem. So, Zauberpilz, Eishammer, Zauberpilz, Feuerball. Und weiter drauf. Habe ich gerade richtig gesehen, Windstich bringt nichts? Dann machen wir durchbohrender Speer. Was nimmst du? Erstmal einen schwachen Heiltank. Und dann wieder ein Zauberpilz. So, jetzt sollte der eigentlich gleich Geschichte sein. Hoffe ich. Ja, so natürlich nicht. Jetzt wird es. Ich dachte schon, es bleibt jetzt beim 1 gegen 1. Ja, jetzt können wir alle nochmal. Der ist aber ganz schön zäh. Aua. Das hat jetzt doch etwas mehr wehgetan. Ja, verlangsamen noch alle. Ist okay. Boah, wurde auch Zeit, ey. So, dafür gibt es natürlich neue Überreste, die wir wieder verkaufen können. Und wir haben hier jetzt noch einige Schätze. Amulett der Erde, heiliger Stein, ohne Erholung und zwei Feuerfiolen. Der heilige Stein gehört doch zu den Nachtalben, oder? Hatten wir nicht noch eine Sidequest von denen? Ja, gehört den Schattenalben. Gut. Dann gehen wir noch zu denen hin. Muss ich nur schauen, wo die waren. Hey. Glaube, die waren in die Richtung, aber ich bin mir 0% sicher. Nee, definitiv nicht. Oder musste man da dem Pfeilregen entlang? Das kann auch sein. Schauen wir doch mal. Joa. Was soll ich denn sagen? Was ist noch zum Kanal gibt. Also, ja, ich werde jetzt nochmal weiterspielen, werde mich wieder natürlich auf Maker-Spiele konzentrieren, aber auch wieder nebenher natürlich andere Projekte laufen lassen. Auf jeden Fall freue ich mich, das wieder zu machen. Freue mich extrem. Und ich hoffe wirklich, dass es jetzt auch mal wieder eine Weile so bleibt. Reflexe wie eine Katze. So, das hatte ich gelöst? Ja. Ah, okay, hier waren nur Schätze. Mist, wo waren denn die Schattenalbe?
Will bei denen unbedingt den Stein noch abgeben, weil das gibt sicher EP und eine Belohnung. Nein! Nein! Hier können wir auch noch lang. Ja, das sieht richtig aus. Das sieht richtig aus. Ja, hier sind sie doch. So, jetzt gibt es hier nämlich irgendwo einen Ältesten und dem muss man das, glaube ich, wiedergeben. Ich glaube, den hatte man auch äußerlich erkannt. Unbewohnt. Unbewohnt. Ist das der heilige Stein, von dem du sprachst? Ja, das ist der. Danke. Als Gegenleistung gebe ich euch die glänzenden Metallstücke, mit denen ihr Menschen handelt. Ich danke euch. 400 Mark und 100 EP. Sehr schön. Gut, dann haben wir die Höhle nämlich wirklich abgeschlossen und können weiter. Dann können wir nämlich zur Hauptstadt dieses Landes. Und die hieß Prianor, wenn ich mich recht erinnere. Müsste eigentlich. Moment, hier bin ich falsch. Ich muss nach links, sondern durch die mittlere Tür und dann weiter durch die Tür und dann sind wir auch schon draußen. Soll ich zu mir selbst noch irgendwas sagen? Also, mir geht's soweit körperlich okay. Psychisch natürlich auch. Psychisch eigentlich meistens besser als körperlich. Liegt einfach daran, dass ich ein unverbesserlicher Optimist bin. Und ja, ansonsten also eigentlich nichts Spannendes Neues. Ja, wir sind draußen. Und hier ist die Hauptstadt. Ach, Silencio. Was war denn Prianor? Oder hieß Prianor das Land? Das kann alles sein. So, wenn wir schon mal hier sind, Händler. Leckere Früchte aus dem Norden, so frisch, als ob sie gerade gepflückt wurden. Darauf habt ihr mein Wort. Ist klar. Wein, Gemüse, Obst, hier findet ihr alles, was euer Magen begehrt. Mein Magen begehrt gerade tatsächlich wirklich was. Zum Glück war ich vorher noch einkaufen und hab mir was geholt. Schaut euch diese Tränke an, die wirkungsvollsten Haarwuchsmittel, die ihr in Silencio findet. Gab's da nicht im Original Eterna einen Typen, der sich darüber beschwert hat, dass das Zeug nicht funktioniert? Bin mir nicht ganz sicher. Genau. Hier sind Waffen. Auf jeden Fall kann ich hier schon mal ein paar Sachen verkaufen. Erhöht Schutz gegen Erdelement. Ist mir scheißegal. Rune der Magie bleibt, Rune des Helden bleibt, Rune der Gesundheit bleibt. Granitamulett. 15% Schutz gegen Lähmung. Was habt denn ihr stattdessen für Amulette? Tragt ihr überhaupt Amulette? Also ihr zwei? Du hast das Säureabwehr. Das ist eigentlich schon mal nicht schlecht, weil sie Heilerin ist. Schutz vor langsam. Verteidigung, Zauberabwehr. Abwehr 50% Schutz gegen Lähmung. Ich glaube, ich gebe ihr das gegen Lähmung, weil ich sag mal, gegen Gifte oder Säure kann sie sich trotzdem noch heilen. Dann kriegst du... Ja, ein bisschen Abwehrerhöhung. Habe ich bei dir eigentlich. Angriff und Geschick 50% Schutz vor Blind. Ist bei ihm tatsächlich sehr wichtig. Okay, dann hau ich den Rest mal raus. Luftschaden, der Gegner weg damit. Überreste! Frostspeer ist anscheinend schlechter. Also kommt der weg. Überreste 3 habe ich 10 Stück. Das gibt auch nochmal Geld. Ohne des Kriegers. Kommt auch weg. Die bleiben, aber sowas von. Das kann weg. Das kann weg. Achso, scheiße, das war so eine. Na, egal. Das war eine Rune, kein Amulett. Aber egal. Feuerführungen können weg. Bomben bleiben. Dietrich, Heilmittel, Zauberpitch. Oh, gut. Prianisches Schwert, Prianischer Kolben, Speer, Zinnstab, Zinntalisman, Panzer, Weste. Wird nicht billig. Ah, guck mal, da sagt er sogar ausgeglichen. Ich frag mich halt gerade, ob ich es wirklich brauche, so angriffstechnisch. Also abwehrtechnisch bin ich eigentlich immer voll dabei.
weil Abwehr ist halt Abwehr. Je länger ich lebe, desto mehr Schaden kann ich austeilen, auch mit alten Waffen. Einfache Logik, Hust. Ja, dann nehme ich einfach mal zwei von denen und die Weste und dann bleibe ich dabei erstmal. Genau, gibt nämlich auch ordentlich Abwehr. Und du hast nämlich schon was sehr Gutes, die Schattenrüstung. So, dann kann ich die alten ja weghauen. Nein, hab ich die... Ah, das tut weh. Habe ich die Rune der Magie verkloppt, ey. Ach, Mann. Ach, scheiße. Och, das tut weh. Mann, ey. Die war echt, echt gut. Möchte ich eigentlich ungern verkaufen. Ah, auf jeden Fall kann ich hier erstmal eine Runde pennen. So. Dann müsst ihr doch sicher irgendwo einen Speicherpunkt geben, oder? Gab's hier keinen Speicherpunkt? Ansonsten... Ah, da. Okay. Alles klar. Dann war das doch eine schöne erste Folge. Ja, und ich bedanke mich natürlich wie damals, auch heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Euer Daniel. Adios.